Traumhaft. Wunderschön. Das ist in etwa die Idee hinter dem Ganzen. Das heißt also, an freien Feldern, innerhalb der Kreise, müssen wir dann abziehen. Hier können wir auf jeden Fall schon mal den Weg legen. Und dann müsste das eigentlich alles seinen normalen Gang gehen. Wenn sich da nicht zufällig irgendwie ein Monsterchen nach vorne bequemt, müsste das eigentlich alles genau so passen, wie wir das haben wollen. Aber wie gesagt, die Planung ist immer so eine andere Geschichte. Das weiß man eben nie so genau, ob das wirklich so genau so läuft, wie ich mir das vorstelle. Was mache ich denn da gerade? Bin noch nicht mehr ganz bei Trost. Wahre Worte. Tada. Es ist im Übrigen schon wieder dunkel. Das glaube ich doch nicht. Also in Minecraft wird es tatsächlich ständig Nacht. So, dann müssen wir das nur abzählen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf dem 6. müsste dann wieder... 1, 2, 3, 4, 5. Und auf dem 6. ist dann Kravil. Genau. Ein Enderman. Oh. Dann halt nicht. Naja, gut. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf dem 6. Kravil. 1, 2, 3, 4, 5. Kravil. 1, 2, 3, 4, 5. Kravil. 1, 2, 3, 4, 5. Kravil. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kravil. Und dann funktioniert das auch. Und dann kloppt es auch mit dem Nachbarn. Dann können wir hier auch getrost einmal durchmetern. Nö, wo ist denn der Zombie? Ist da unter mir vielleicht? Komm her, du Vogel. Tim, 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 tim. Zack, zack. Und so passiert es dann, dass die Klamotten einfach ein bisschen größer werden, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, da wir es ja halt wirklich quasi für die Ewigkeit bauen wollen. Ich kann das schon nachvollziehen. Ich glaube, ich war auch ein bisschen zu kompliziert im eigentlichen Aufbau, wie mir so scheint. Denn im Grunde genommen hätte ich eigentlich die Gravelspuren alle so liegen lassen können. Oder fast alle. Es musste halt nur breiter werden. Aber das lernt man natürlich auch immer erst hinterher. Nur hinterher bist du schlauer. Hallo, hallo, wer bist denn du? Du böses Geschöpf. Ah ja. Ich höre immer noch einen Zombie. So. Wo bist du? Wo bist du? Bist du vielleicht da unten? Und du bist ziemlich sicher da unten. Irgendwo da unten.
Und es steht auch die Überlegung übrigens an, ein bisschen was an den Minecraft-Sounds zu machen. Und wenn die Sympathien dafür da sind oder man sagt, ey, das ist eine coole Idee, dann schreibt's doch mal in die Kommentare. Würde ich jetzt dazu behaupten. So, sind wir denn jetzt richtig? Hier lassen wir einen frei. Genau. Pam, 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 pam. Ja, 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 ja. Zap, zap. Krawil werden wir uns gleich noch en masse holen müssen. Ich glaube, ich habe mich hier vertan. Ja, ich habe mich hier vertan. Und damit ist dann das ganze Projekt doch schon wieder... Siehst du, ich fehle hier bei den einfachsten Sachen der Landschaftsgestaltung. Da gehe ich dann schon flöten. Ich hätte also doch einen in die Breite und einen in die Länge gehen müssen. Naja gut, dann bauen wir es eben wieder ab. Wir werden es ja eh wieder brauchen. Der Zombie ist, glaube ich, direkt unter mir. Laut der Minimap liegt der Zombie direkt unter mir oder sitzt da unter mir. So. Höp, höp. So sieht das dann aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und bei der 7 kommt dann Krawil hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt das Krawil hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krawil. 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 Wir werden das einfach so probieren. Und hoffen, dass das wirklich so stimmt. Allerdings werde ich jetzt nicht hergehen und schon Gravel nachlegen. Weil es kann ja sein, dass wir es wieder niederreißen müssen. Und dann will ich jetzt nicht ständig das Material einbauen und wieder abbauen und wieder einbauen und wieder abbauen und wieder einbauen und wieder abbauen und wieder einbauen und wieder abbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So in etwa hoffe ich, dass das funktionieren wird. So, das ist eine freie Fläche. Bringt aber alles nichts, was ich hier mache. Ich komme gerade völlig aus dem Konzept. Man möge mir verzeihen, ich komme tatsächlich voll aus dem Konzept, wenn ich mich hier konzentrieren muss und dann auch noch dabei spreche und versuche noch ein Thema zu halten, dann ist das schon schwierig. So, das ist einmal und einmal runter. Einmal und einmal runter. So, die Idee dahinter... Ich bin mir echt nicht mehr sicher, was ich hier veranstalte. Also zumindest aktuell nicht. Es müsste ja dann so aussehen. Was sagt er? Aha. Musik.
Die machen wir uns ein bisschen lauter. Aus dem Hause T&M. Big Deal 2008 Remix aus dem Hause TK oder aus der Feder von TK. So, hier kommt der Krabbelweg dazwischen. Eine, zwei. Genau. Und aufgrund der fehlenden Symmetrie, weil das ja jetzt größere Felder sind, kommen wir da vorne nicht abschlussgerecht an die Wege. Das ist nämlich auch hier verkehrt, was wir hier gemacht haben. Also von daher bringt es uns gar nichts, hier in irgendeiner Form weiterzumachen. Weil wir da vorne schon gleich am Anfang, ganz am Anfang einen Kardinalfehler gemacht haben. Wir haben da vorne schon mit Gravel gearbeitet, wo eigentlich gar kein Gravel hätte hingesollt. Ergo müssen wir den ganzen Mist quasi von vorne anfangen. Damit wir da in irgendeiner Form halbwegs irgendwie hinkriegen, was wir hinkriegen wollen. Wie gesagt, das soll ja schon was Fetteres werden. Das soll ja schon größer werden, das Ganze. Und es sollte halt auch möglichst nicht direkt am Gravelweg angrenzen, weil auf dem Gravelweg selbst später ja noch eine Umzäunung hinkommt. So, dann werden wir das Ganze jetzt quasi nochmal komplett verschließen und uns den Bereich der Baumfarmen nochmal genauer anschauen. Ah, es ist schon ein ziemlich hoher Aufwand, der da betrieben wird, nur um ein paar Tropenbäume zu platzieren. Aber es soll ja später auch nach was aussehen. Ich hatte ja schon in den letzten Folgen gesagt, wenn das dann später optisch nicht so zueinander passt, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. So, und im Grunde genommen haben wir das jetzt hier mit dem Wasser natürlich auch ganz mies gelöst. Das sieht zwar alles ganz toll aus und wir freuen uns drüber, aber es passt leider nicht. So. Oh, die Musik mal wieder ein Stück leiser hier. Wupp. Denn im Grunde genommen müssen wir mindestens hier vorne hin. So. Das heißt also, dieser Gravelweg hier ist schon verkehrt. So, hier spätestens dann. Hier kommt der Gravelweg hin. So würde das aussehen.